Die zulässige oder erlaubte Höchstgeschwindigkeit, auch Geschwindigkeitsbeschränkung, ist ein verbindlicher Grenzwert für die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs, der nicht überschritten werden darf. Umgangssprachlich ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff Tempolimit gebräuchlich. Sie kann generell per Verordnung festgelegt oder durch Verkehrszeichen gekennzeichnet sein und gilt für bestimmte Fahrzeuge, Beförderung bestimmter Güter oder auf bestimmten Strecken von Straßen, Schienen oder Wasserwegen sowie vereinzelt auch im Luftraum. Straßenverkehr, Argumente, physikalische Grundlagen, zulässige Höchstgeschwindigkeiten und Grundfarbe der wegweisenden Beschilderung, blau, grün, auf Autobahnen in Europa. Geschwindigkeitsbegrenzungen dienen in erster Linie dem Schutz der Verkehrsteilnehmer. Die kinetische Energie, Bewegungsenergie, eines Fahrzeuges, die bei einem Aufprall zerstörerisch wirkt, sowie der Bremsweg sind proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Es gilt kinetische Energie. Das bedeutet, dass bei einem Unfall mit beispielsweise 200 km pro Stunde die vierfache Menge an Energie durch eine plötzliche Verringerung der Geschwindigkeit abgebaut werden muss im Vergleich zu einem Unfall mit 100 km pro Stunde. Die Masse des Fahrzeuges wirkt sich hingegen nur linear auf die Bewegungsenergie aus. Ein Fahrzeug mit einer Masse von 2 Tonnen bringt bei einem Unfall potenziell die doppelte Menge Energie ein wie eines mit nur einer Tonne. Der Bremsweg eines Fahrzeuges ist bei 200 km pro Stunde ebenfalls viermal so lang verglichen mit demselben bei 100 km pro Stunde. Verkehrssicherheit. Nach rechts weißender Pfeil Hauptartikel. Verkehrssicherheit. Durch eine niedrigere Geschwindigkeit kann sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Schwere von Unfällen deutlich verringert werden. Oft werden auch an Unfallschwerpunkten wie Kreuzungen Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet. Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen die Verkehrssicherheit hauptsächlich durch ihre Koordinierungsfunktion erhöhen. Ähnlich der Vorschrift, auf einer bestimmten Straßenseite zu fahren. Geschwindigkeitsbegrenzungen können dazu beitragen, die Varianz der gefahrenen Geschwindigkeit zu verringern, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls weiter reduziert wird. Und trotzdem entstehen die häufigsten Unfälle auf Landstraßen. Umwelt und Klima. Viele Geschwindigkeitsbegrenzungen dienen dem Umweltschutz, insbesondere dem Lärmschutz, da die Schallintensität des Reifenfahrbahngeräusches mit der dritten bis vierten Potenz, die des aerodynamischen Geräuschs mit etwa der sechsten Potenz der Geschwindigkeit ansteigt. Temporäre Begrenzungen gelten im Rahmen eines Ozonalarms, da auch der Ausstoß von Schadstoffen mit zunehmender Geschwindigkeit überproportional zunimmt. Geschwindigkeitsbeschränkungen werden auch mit dem Klimaschutz begründet, da mit ihnen der Verbrauch fossil gewonnener Kraftstoffe reduziert wird. Staubildung. Durch das Minimieren der im freien Verkehr üblichen Geschwindigkeitsunterschiede kann auch Staubildung vermieden werden. Möglichst adaptive, aber auch permanente Limits, zum Beispiel bei Steigungen, bringen Verkehrsverflüssigungseffekte durch harmonisierte Geschwindigkeiten. Dagegen spricht, dass der Verkehrsflüssigkeitseffekt zu einer größeren Kolonnenbildung führt, die andere Verkehrsbereiche wiederum negativ beeinträchtigen kann, wie z.B. erschwertes, verzögertes Ausfahren aus Seitenstraßen oder Hauseinfahrten. Rücksichtnahme gefordert. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden weiterhin teils als wünschenswert erachtet, um einen kulturellen Umschwung und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr herbeizuführen. Zukunft des Autoverkehrs. Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten auch zur Förderung von Elektroautos bzw. für eine zukunftsfähige Entwicklung der Automobilindustrie als wünschenswert. Generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Übersicht. Während sich die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten außerorts und auf Autobahnen europaweit teilweise unterscheiden, liegt die Begrenzung innerorts fast überall bei 50 km pro Stunde. Ausnahmen mit 60 km pro Stunde bilden nur die Ukraine sowie zeitweise Polen, wo dies zwischen 23 und 5 Uhr gilt. Albanien und Andorra hingegen haben in geschlossenen Ortschaften eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km pro Stunde festgelegt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.